Rainer Mausfeld, Machtelite, Thinktanks und Tiefenindoktrination. Ja. Schauen wir uns wieder ein paar Elitenstimmen an, damit Sie sehen, die sprechen tatsächlich untereinander so. Wir haben eine größere Macht, als jede andere Nation je besessen hat. Die einzige Schlussfolgerung, die man aus diesem Bericht ziehen kann, ist, nach den Kriterien, die die USA selbst für die Definition eines terroristischen Staates gegeben hat, sind die USA ein führender terroristischer Staat. Die notwendige Veränderungsenergie kann nur von unten kommen, von uns. Au. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Ich guck mir das jetzt an, einfach auf Fun, Digga, scheiß drauf. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt den zweiten Teil rein von Professor Rainer Mausfeld, Machtelite, Thinktanks und Tiefenindoktrination. Ich küsse eure Zirbeldrüse, ich hab Bock, mir den zweiten Teil jetzt hier auch reinzugönnen. Guter Mann auf jeden Fall. Ja, ich fand den ersten Teil schon sehr, 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 sehr spannend. Wir gehen jetzt in den zweiten Teil rein. Daumen nach oben da, lasst ein Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und es geht los. Let's go. Schauen wir uns wieder ein paar Elitenstimmen an, damit Sie sehen, die sprechen tatsächlich untereinander so. Robert Kagan, ein ganz einflussreicher Politikstratege, Politikberater, ist übrigens der Ehemann von Victoria Nuland, die kennen Sie bestimmt. Das war die mit den 5 Milliarden für die Ukraine als Landschaftspflege der Vorbereitung des Systemwechsels und es gibt noch eine andere Geschichte von... Wow! So, er sagt, da sind wir einzigartig drin. Wir haben eine größere Macht, als jede andere Nation je besessen hat. Der Referenzpunkt, jetzt sehen Sie wieder Pax Romana, ist das römische Weltreich. Krass. Charles Krauthammer gilt als einer der einflussreichsten politischen Kommentatoren, sagt, wir sind nicht nur eine Hegemonialmacht, wir sind ein einzigartig benevolentes Imperium. Und hier ebenfalls, Rom ist immer wieder Bezugspunkt für die US-Eliten. Rom ist immer wieder Bezugspunkt. Seit Rom hat es so etwas wie uns noch nicht gegeben. So, und wenn Sie das schon für einen... Die sind fucking proud darauf. ...für einen Realitätsverlust halten, diese Art von Aussagen, dann werden Sie die Aussage von Hillary Clinton vielleicht besonders gutieren, deswegen auch in besonderer Schrift. The greatest country that has ever been created on the face of the earth, for all of history, for all of history. Ich liebe das, Digga, wenn deutsche Englisch... The greatest earth, dass sie... Auch Bescheidenheit hat einen Namen. Nein, die Amis sind alles, aber nicht bescheiden so. Wie ich letztens schon gesagt habe, für die ist Amerika der Mittelpunkt der Erde. Die meisten Amis wissen nicht mal, was außerhalb Amerika überhaupt los ist. So. Die sind einfach so ignorant. So, wir haben hier den Bezugspunkt. Immer wieder ist der Bezugspunkt Rom. Schauen wir uns doch mal an, ob es zeitgenössische Berichte gibt, was war denn eigentlich das Römische Reich, wenn das sozusagen die Idealvorstellung der USA, so sind wir und so wollen wir sein. Schauen wir uns das mal an. Hier ist eine Beschreibung des Römischen Reichs. Ihrem Hochmut trachtete man vergeblich, durch Gehorsam und Unterwürfigkeit zu entgehen. Als Räuber der Welt durchstöbern sie jetzt das Meer, nachdem ihnen, den Alleszerstörern, die Länder ausgegangen sind. Ist ihr Feind reich, so sind sie habgierig, ist er arm, so sind sie unersättlich in ihrem Machtanspruch. Verschleppung, Gemetzel und Raub benennen sie mit dem verlogenen Ausdruck Imperium und wo sie eine Wüste schaffen, heißt das Frieden. Sagt Tacitus, also er hat's einem Feldherrn. The facts, genau das macht Amerika. Mund gelegt, aber das war die Beschreibung des Römischen Reiches. Die sagen immer, wir müssen das, wir müssen dahin gehen, wir müssen dies tun, wir müssen denen helfen, wir müssen da Demokratie etablieren und so und die Länder sind meistens, nicht meistens, sind immer schlechter dran, als bevor die Amis oder die NATO da reingegangen sind und für Frieden gesorgt haben und Demokratie geschafft haben. So, weißt du, wie ich meine? Crazy, ne? Das hat Tacitus 58-120 gesagt. Was sind die Triebfedern dafür? Was sind die Triebfedern dafür? Nun, die hat George F. Kennan, einer der brillantesten amerikanischen Politikstrategen, der einen Großteil der Nachkriegsordnung entwickelt hat, der übrigens, das war ein echter Realpolitiker und nicht wie spätere sozusagen ideologische Politiker wie Bush, die ihre Weltsicht von
Gott persönlich bekommen haben. Das war ein echter Realpolitiker, der noch 1997 davor gewarnt hat vor einer Osterweiterung der NATO. Nicht aus moralischen Gründen, aus ganz trockenen realpolitischen Gründen. Genau so, Digga. So, Kensa. Und der Vortrag ist alt. Sitzen 50% des Reichtums dieser Welt, stellen aber nur 6,3% seiner Bevölkerung. Jedem normalen, realistischen Menschen hätte bewusst sein müssen, dass eine Osterweiterung dafür sorgt, dass man den Russen provoziert, Digga, und dass es zur Eskalation führen kann, so. Jeder, der das Gegenteil behauptet, ist einfach nicht in der Realität, sondern irgendwo in irgendeiner Fantasiewelt, so. Wir müssen diese Wohlstandsunterschiede beibehalten. Verständlich. Und dann sagt er, um das zu erreichen, werden wir auf alle Sentimentalitäten und Takträumereien verzichten müssen. Für einen Leser aus der Herde, für einen Leser aus dem Volk, klingt ja diese prosaische Formulierung, auf Takträumereien verzichten müssen, klingt ja eher niedlich. Wir müssen alle mal auf Takträumereien verzichten. Für ein Mitglied der Eliten ist die Formulierung dessen, was das hier bedeutet, auf alle Sentimentalitäten und Takträumereien verzichten müssen, bedeutet Gewalt, Gewalt und äußerste Gewalt. Das ist die Stoßrichtung. Wir müssen diese Wohlstandsunterschiede bewahren. Ja, Mann. Wenn Sie sich heute die Situation ansehen, die hat sich natürlich noch extrem verschärft. Die USA machen weniger als 5% der Weltbevölkerung aus und verbrauchen 33% des Papiers der Welt, 23% der Kohle, 27% des Aluminiums und 19% des Kupfers. Decker. Amerikaner machen nur 5% der Weltbevölkerung aus, erzeugen jedoch 50% des globalen Abfallaufkommens. Ach du Scheiße. Das mal so real zahlentechnisch vor Augen zu haben, ist echt wild. Ich find's geil. Also, wie gesagt, ich mag den Vortrag. Das ist wie Uni für mich. Und Sie sehen hier Deutschland steht. Und ich mochte auch Uni so. Aber ich weiß, dass viele Leute hier auf Twitch Entertainment suchen und nicht gebildet werden wollen. Aber ich find's gerade mega geil. Und ich glaube auch oft bei der YouTube-Community, auf YouTube sieht es auf jeden Fall auch anders aus. Ich glaube, da sind echt viele Leute dabei, die den Vortrag auch sehr enjoyen werden. Liebe geht raus an euch auf jeden Fall. Nicht so arg besser da. Wir leben im ökologischen Fußabdruck deutlich über unsere Verhältnisse. Deswegen brauchen wir, um diesen Wohlstand zu wahren, müssen wir auf Takträumereien verzichten. Deutschland wird auch in Afrika verteidigt. Wir brauchen eine Militarisierung der EU und eine Ausdehnung der NATO. Das ist die gleiche Logik, wie wir kennen. So, der große amerikanische Sozialhistoriker sagt dazu, die Triebfeder dieses Imperiums ist und war immer die Unwilligkeit, auf der Basis der eigenen Mittel zu leben. Das muss man. Ja, das ist getrennt von der Realität, so, weißt du? Anstatt dass jeder die Mittel nimmt, die er bei sich vorhanden hat und das Beste daraus macht, so, muss man schön über seine Verhältnisse leben, die Armen immer armer machen, sodass die Reichen immer reicher werden und schön außerhalb von dem leben, was eigentlich für dich bestimmt ist, so quasi, weißt du? Und dir Sachen von anderen aneignen, die dir nicht gehören, so. Und das ist halt einfach ekelhaft, so wie auch ganz Afrika zum Beispiel ausgebeutet wurde und immer noch wird auch. Das ist einfach nur krank eigentlich, wenn du überlegst, so. Und weißt du, wenn man sich die Zahlen einfach mal vor Augen hält, wenn du zum Beispiel auch guckst, so wie viel Lebensmittel wir entsorgen, das ist jetzt hier nicht auf der Liste mit drauf, aber wenn du dir die Zahlen angucken würdest, wie viel Lebensmittel USA oder die westliche Welt generell wegschmeißt und auf dem anderen Ende der Welt sterben Kinder, kleine Babys, Kinder verrecken, die sterben, das Herz hört auf zu schlagen, die atmen nicht mehr, weil die nichts zu trinken und nichts zu essen haben. Und das ist real, so. Auch wenn das einige Leute nicht hören wollen oder das jeden Tag ausblenden, aber das ist echt. Das ist echt. Immer wieder klar machen. So, jetzt gibt es viele Indikatoren, das kennen Sie, brauchen wir jetzt nicht im Detail zu machen. Es gibt viele Indikatoren, die die Benevolenz dieses Imperiums zeigen. Da gibt es einmal die Rüstungsausgaben. Sehen Sie, die USA übertreffen die Rüstungsaufgaben praktisch der gesamten Welt. Die New York Times hat kürzlich aus einem geheimen CIA-Bericht zitiert. Das hat sich aber ein bisschen verändert, glaube ich auch. Von wann sind denn die Zahlen hier? 2014, 2015? Ja, das hat sich schon definitiv auch verändert, so muss man ganz klar dazu sagen. Also ich glaube, China zum Beispiel hat hart aufgestockt auch an Rüstungsausgaben, aber kommt trotzdem noch nicht annähernd an die USA ran, glaube ich. Hat
kürzlich aus einem geheimen CIA-Bericht zitiert, die Unterstützung von Terroristen in den letzten 6 Jahrzehnten, welche Morde, welche Anschläge die CIA eigentlich begangen hat. Und Chomsky bemerkt ganz lakonisch dazu, die einzige Schlussfolgerung, die man aus diesem Bericht ziehen kann, ist, nach den Kriterien, die die USA selbst für die Definition eines terroristischen Staates gegeben hat, sind die USA ein führender terroristischer Staat. Es sei denn, sie sind wieder durch Exzeptionalismus und fehlende moralische Äquivalenz geschützt. George Friedman hat auch kürzlich gesagt, die USA kontrollieren alle Ozeane der Welt. Das hat den Vorteil, wir können in alle Länder einfallen, aber die können nicht bei uns einfallen. Das ist doch eine nette Geschichte. Deswegen wurde die USA noch nie angegriffen. Das ist eben das Schöne, wenn die Eliten untereinander sprechen, kriegen wir viel offenere Dinge. Hier sehen Sie die amerikanischen Basen. Es gibt keine andere Nation, die so viele militärische Basen auf der ganzen Welt hat, in der gesamten Geschichte. Ja, krass. Schaut man sich die Landkarte an, dann kann man fragen, wer hat wen eingekreist? Ein Blick auf die Weltkarte genügt, denn da sucht man vergebens die bedrohlichen sowjetischen Stützpunkte auf den Bermudas, auf Kuba, in Mexiko, Alaska, Kanada, Grönland. Wohl aber findet man amerikanische von Norwegen über die Bundesrepublik Griechenland, Türkei, Pakistan bis zu den Kurilen. Wenn Sie fragen, wer hat das gesagt, dann sehen Sie... Und dann wundert man sich, wenn Putin mal austickt irgendwann, weißt du, wie ich meine so? Das ist so, die Leute wollen die Historie nicht verstehen. Ich hab über diese Sachen geredet, wir haben uns einen Daniele Ganser Vortrag reingezogen, an dem Tag, wo die Invasion stattgefunden hat von Putin in die Ukraine rein so. Und das ist das Einzige, was ich darauf als Reaktion bekommen habe, ist halt, ey Bruder, wie kannst du das machen? Und keiner von den Leuten, die sind alle emotionalisiert wurden, keiner von denen hat sich wirklich versucht, die Historie mal reinzuziehen, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Das wollen die Leute heute gar nicht mehr hören. Genauso wie bei Israel-Palästina. Setzt du dich hin und versuchst mal die Historie aufzuarbeiten, dann sagen die, du bist ein Nazi und du bist ein Verschwörungstheoretiker und du bist rechts und du hast kein Herz und diese ganzen Sachen so. Die checken nicht, dass das genau das ist, was die wollen. Uns emotionalisieren, damit wir nicht die wahren Hintergründe, die Historie und die Sache verstehen, die da eigentlich gerade passiert so. Sondern schön auf unseren Emotionen rumreiten und unsere Logik abschalten. Wie lang wir eigentlich schon diese tiefen Indoktrinationen haben. Der Satz hört sich so modern an. Der stammt von Arno Schmitz von 1957. Das heißt, die tiefen Indoktrination des wohlwollenden Imperiums ist so tief in uns verankert, dass sie nicht mehr durch Fakten korrigierbar ist. Sie ist nicht mehr durch Fakten korrigierbar. Wenn Sie regelmäßig Spiegel, Süddeutsche, FAZ oder TAZ lesen, und auf die Landkarte schauen, dann werden Sie sagen, ja, da sieht man doch, wie aggressiv Russland an die amerikanischen Stützpunkte herangerückt ist. Und wenn es, was eine Herzensangelegenheit von Hillary Clinton und auch den deutschen Leitmedien zu sein scheint, wenn es zu einer finalen Konfrontation zwischen Russland und den USA kommt, dann wird Europa natürlich das atomare Schlachtopfer sein. Aber die USA in ihrer Benevolenz sind gerne bereit, dieses Opfer zu erbringen. So, hier sehen Sie nochmal an diesem Punkt auch der Slogan und sozusagen das Erfolgsrezept des Kapitalismus heißt und hieß immer: Kein Krieg ist auch keine Lösung. So, das sind die militärischen Aspekte der Benevolenz. Jetzt schauen wir uns, da müsste man sich auch viel intensiver mit beschäftigen, weil wir das aus dem Fokus auch nicht im Fokus haben. Schauen wir uns etwas anderes an, nämlich das, was Arundhati Roy die NGOisierung des Widerstandes nannte. Die gesamte Welt ist überzogen durch ein globales Sicherungsnetz von NGOs, die zum Teil in der Tat humanitäre Dinge betreiben. Die Gates-Stiftung kümmert sich um Toiletten für ganz Afrika. Nee, ist klar. Viele andere Dinge machen soziale Arbeit, humanitäre Arbeit. Aber selbst die NGOs, die sind natürlich sozusagen besonders gute Ideologieträger, die philanthropisch verpackt sind. Wir haben ein ganzes Netz philanthropisch verpackter Institutionen, die hauptsächlich dazu da sind,
Ideologie, denn die sind nicht den Leuten, denen sie Gutes tun, verpflichtet, sondern die sind natürlich denen, die das finanzieren, verpflichtet. Das ist ein Thema, hier werden Sie vielleicht sogar Dinge finden, wo Sie sagen, das hätte ich aber nicht gedacht, was weiß ich, wie AWATS, Human Rights Watch und andere. Da gibt es ganz viele Studien zu, da müsste man viel stärker den Blick drauf legen, was ist die ideologische Funktion all dieser NGOs, die auch dazu dienen, die Veränderungsenergie und Empörung. Das sind ideale Organisationen des Empörungsmanagements, die Empörung nicht auf die Zentren der Macht zu richten, denn das ist wieder ein gedankliches Sperrgebiet, sondern möglichst auf Ablenkthemen zu richten. Also das nur zu einer Sensibilisierung, dass Sie mehr darauf achten, was ist eigentlich die Rolle dieser NGOs. Ein letztes Beispiel zur Benevolenz. Eine besondere Benevolenz zeigen die USA natürlich gegenüber Russland. Es gibt den Russian Democracy Act. Im Rahmen dieses, das sind jetzt alles aus offiziellen Dokumenten, haben die USA Russland mit 65.000 NGOs überzogen. Stellen Sie sich vor, Russland hätte auch nur 10.000 oder 500 NGOs in den USA gegründet, mit lobenswerten Zielen, gar nicht politisch, gegen Rassismus, gegen Korruption und gegen die politische Apathie der Bevölkerung, sind ja nun weiß Gott sinnvolle Ziele. Da sehen Sie wieder in der Asymmetrie dieser Situation, wie unterschiedlich sozusagen die Vorstellungen darüber sind, was Benevolenz ist. Also diese Vorstellung, die USA sind ein benevolentes Imperium, ist eine Tiefenindoktrination, die so tief in uns verankert ist, dass man sagen kann, das ist eine der erfolgreichsten, abgesehen von religiösen Tiefenindoktrinationen. Facts. Die erfolgreichste Tiefenindoktrination der Geschichte. So, jetzt. Sowohl bei den Amerikanern selber als auch bei uns Europäern und Deutschen vor allen Dingen. Das ist so heftig in unseren Köpfen drin, dass die Amerikaner die Guten sind. Das ist schon crazy, ne? Was hat natürlich auch mit den ganzen Filmen und mit diesen ganzen Sachen zu tun. Medien etc. pp. Hat sehr gut funktioniert. Ich noch ein zweites Beispiel nennen. Repräsentative Demokratie. Ist repräsentative Demokratie die beste Verkörperung der demokratischen Leitidee? Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hat man Demokratie, und damit meinte man partizipatorische Demokratie, wie sie auf die alte athenische Demokratie zurückgeht, wurde als Pöbelherrschaft diffamiert. Deswegen hatten die Gründerväter der USA eine ganz scharfe Antipathie gegen alles, was demokratisch war. Sie sagten, wem das Land gehört, der soll es auch regieren. Und sie haben Ziel der Verfassung, war die Sicherung der Eigentumsordnung. Und sie haben sich erst später dafür entschieden, weil das Wort Demokratie auf uns so eine sedierende Wirkung hat. Sie wollten eigentlich eine Republik. Republik heißt eine Herrschaft von Eliten, die aber irgendwie dem Volkswohl verpflichtet sind. Sie wollten aber keine Demokratie. Sie haben erst sehr viel später das Wort Demokratie benutzt. Die Zauberformel war Scheindemokratie. Das ist ein amerikanisches Wort. Das ist erst durch die Gründerväter überhaupt in die Welt gekommen. Repräsentative Demokratie. Repräsentative Demokratie heißt, wir sichern die Herrschaft der Eliten und wir schützen die Eigentumsordnung. Das heißt, von Anfang an diente repräsentative Demokratie zur Demokratieabwehr. Ja, so gesagt, so viele Amis sind richtig stolz auf ihr Land und das ist so peinlich, brainwashed die sind. Erstmal auf Millionen toten Einheimische aufgebaut, stark. Die meisten Amerikaner machen sich über sowas gar keine Gedanken, so wie das Land eigentlich entstanden ist und so. Nee, die sind einfach stolz so, wir sind das coolste Land, das freiste Land in Anführungszeichen. Wie das entstanden ist und was dazu passieren musste, ist den meisten egal. Das kann man auch wieder verfolgen. Schumpeter sagt, was wir brauchen, ist eine minimalistische Demokratie, die Herrschaft der Politiker. Demokratie darf nicht mehr bedeuten als Selektion der Machteliten, ein Konkurrenzkampf um die Stimmen des Volkes. Die einzige Art von Demokratie, die man zulassen kann, ist eine Elitendemokratie. Repräsentative Demokratie ist eine Elitendemokratie. Das wurde von Anfang an, ich gebe Ihnen nur jetzt ein paar Stimmen, gibt es eine riesen Literatur zu, das wurde eigentlich von allen, die den Demokratiegedanken ernst nehmen, wurde von allen massiv kritisiert. Diese Idee der repräsentativen Demokratie wurde eigentlich von allen politischen Denkern. Wir haben uns ja mal den Vortrag auch von Andreas Popp reingezogen, was Demokratie eigentlich bedeutet und dass Demos eigentlich Dorf bedeutet und dass es eigentlich nur auf so einer kleinen dörflichen Ebene funktionieren kann und nicht in diesen großen Strukturen, in denen wir sie heute haben, dass du quasi ein ganzes Land regierst. So, das ist dann, hat dann nichts mehr mit dem Ursprung von Demokratie zu tun. Also das, was wir heutzutage leben, hat nichts mehr wirklich mit oder hat eigentlich auch wahrscheinlich noch nie irgendwas mit Demokratie zu tun gehabt, so, weißt du? Nur ganz früher. Etwas angesehen, was zur Demokratieabwehr dient. Ja, Hannah.
Es macht aber auch Sinn, so wenn eine kleine Menschengruppe, die nichts mit uns zu tun haben, quasi für uns entscheidet, so und wir nicht wirklich da mitzureden haben und nicht wirklich selber Entscheidungen treffen können, dann hat das ja nichts mit Demokratie zu tun, so. Hat es ja auch nichts damit zu tun, dass wir wirklich auch irgendwie was mitzukamellen haben, weißt du? Ich sage, das reproduziert nur die uralte Unterscheidung zwischen Herrschern und Beherrschten. Das geht über das gesamte politische Spektrum. Hier gebe ich Ihnen einen Verfassungsrechtler und damals Richter am Bundesverfassungsgericht, der auch sagt, als Entscheidungsobjekt wird das Volk nicht ernst genommen. Repräsentative Demokratie ist keine. Repräsentative Demokratie ist nur eine kompetitive Oligarchie. Und hier, Ingeborg Maus ist eine der bedeutendsten deutschen Demokratietheoretikerinnen, sagt, das ist praktisch eine Refeudalisierung des politischen Systems. Oder, Mills hatten wir auch schon, das ist ein System der organisierten Unverantwortlichkeit. Das finden Sie also durchs gesamte Spektrum. Unsere Tiefenindoktrination geht so weit, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, Alternativen zur repräsentativen Demokratie zu denken. Tiefenindoktrination heißt, ganze Denkmöglichkeiten sind eliminiert worden. Und selbst das Wall Street Journal schreibt, die Wahlen ist ja der letzte verbleibende Aspekt. Alle 4 Jahre ist das letzte verbleibende Demokratieelementchen. Selbst die Wahlen sind nicht mehr als ein theatralisches Schauspiel. Jetzt ist es blöd, dass man das merkt. Also im Wall Street Journal kann sowas noch eher stehen. In unseren Leitmedien könnte es nicht stehen, weil es dann ja an die Bevölkerung richtet. Aber es ist blöd, dass man das merkt. Wer ist dafür verantwortlich, dass man diese Dinge merkt? Ja, wer ist dafür verantwortlich, dass in den USA die Infrastruktur marode ist, das Gesundheitswesen, Ausbildungswesen? Wer ist dafür verantwortlich? Der Russe. Hier ist der, auch gerade erschienen, der Bericht aus einer Denkfabrik. The Kremlin Playbook, wie der Russe mit uns spielt. Die Wahrnehmung, also Sie konstatieren, es gibt eine Dysfunktion des westlichen demokratischen, das, was immer Sie mit Dysfunktion meinen, aber Sie sagen, die gibt es, aber die, dass wir das wahrnehmen, das ist der Russe schuld. So, das ist etwas, was der große Holzschneider Gerd Ahns, politischer Künstler, in 20er Jahren schon schön auf den Punkt gebracht hat. Die Gewährleistung einer Prozedur der Wahl ist noch keine Legitimation von Macht und Herrschaft. Hier sehen Sie seine Wahldrehscheibe, die Parteien, die Sie wählen können. Hier oben sehen Sie Sozialdemokraten und Gewerkschaften, die ein Doppelspiel spielen. Nach vorne rufen sie zur Revolution auf und nach hinten buckeln sie vor dem Kapital. Die Bevölkerung kann nur die Wahldrehscheibe drehen. Und die Einzigen, die abseits stehen und sich daran nicht beteiligen, sind die Vertreter einer Rätedemokratie, die sagen, egal was das Volk wählt, es wird betrogen. Das trifft sich mit dem, was Mussolini gesagt hat, Wahlen könnt ihr machen. Alle können wählen bis zur Langeweile, bis zur Verblödung. Die Wahl ist der uninteressanteste Aspekt von Demokratie. Bei Demokratie soll es um Partizipation gehen. Es soll um eine öffentliche Behandlung von Themen gehen. Und die Wahl ist immer nur die Ultima Ratio. Wenn man sich anders nicht einigen kann, kann man auch überlegen, einen Mehrheitsentscheid zu machen. Die Wahl ist der uninteressanteste Aspekt von Demokratie. Krass. Ganz kurz das nur nennen. Es gibt ganz viele Alternativen und das zeigt wieder Tiefenindoktrination. Sie kennen die alle gar nicht in der Regel. Von partizipatorischer Demokratie. Wahlen nur noch als Resultat öffentlicher Diskurse, Regierung durch das Volk und nicht Regierung durch Eliten für das Volk. Das sind Dinge, die werden in der Literatur seit 100 Jahren intensiv diskutiert, ausgearbeitete Modelle, Rätedemokratie, partizipatorische Demokratie, deliberative, inklusive Demokratie. Es gibt ganz viele Vorschläge, wie kann man Partizipation, Demokratie in einem ernsthaften Sinne gewährleisten. Krass, Digga, davon hören wir aber nichts. Jetzt kommt wieder unser Problem der Verklammerung. Es gibt eine andere Kritik der repräsentativen Demokratie, nämlich von der völkischen Rechten, hatten wir schon drüber gesprochen. Die völkische Rechte macht eine Verschiebung vom Demos zum Ethnos, vom Volk zur homogenen Volkskörper. Und hat dann wieder die Ideologie, wenn der Volkskörper nur homogen genug ist, wenn wir uns ausgrenzen, abgrenzen, alles, was die Homogenität des Volkskörpers stört, müssen wir abwehren, dann kann er einen Gemeinwillen ausbilden und wir brauchen eine Führung, Eliten, die diesen Gemeinwillen in politisches Handeln umsetzt. Und dann ist nach diesen Vorstellungen auch eine Diktatur eine Demokratie, weil auch ein Diktator den Gemeinwillen eines ethnisch homogenen Volkes ja umsetzen kann. Das heißt, auf der völkischen Rechten und im Rechtspopulismus geht es gerade nicht um eine ernsthafte Demokratisierung, sondern es geht um die Abschaffung einer Demokratie im Sinne der Aufklärung. Das wird aber wieder von den Eliten in einer Verklammerungsstrategie genutzt, um Kritik an repräsentativer Demokratie zu einem gedanklichen Sperrgebiet zu machen. Ich will Ihnen dazu nur 3 Literatur, weil das Thema so kompliziert ist, dass man da eigentlich sich viel intensiver mit beschäftigen möchte. Ich will Ihnen nur. Ja, da merkst du, Alter, wie viel du dich eigentlich beschäftigen musst, damit du den Laden richtig verstehst, so, ne? Und dass es halt auch voll viele Leute gibt, die sich auch wirklich damit auseinandergesetzt haben und sich damit beschäftigen und sich fragen, okay, wie können wir das dann zu einer wahren Demokratie machen, noch den Laden hier? Aber das wird dann wieder halt negativ dargestellt und wird nicht wirklich.
die finden keinen Anklang oder die werden uns werden von uns versucht fernzuhalten. Und die Menschen haben auch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, das merke ich ja auch, wenn ich jetzt hier auf sowas reagiere oder wenn wir solche Themen behandeln, so dass ganz viele Leute dann einfach keinen Bock mehr haben, einfach nur berieselt werden wollen. So, die Leute wollen sich halt nicht wirklich mit Lösungen auseinandersetzen oder überhaupt verstehen, in was für einem System sie leben oder wer der Mensch eigentlich wirklich ist, wo wir herkommen, Spiritualität, wie wir gut miteinander leben könnten und so. Und da müssen wir halt versuchen, Menschen anzuregen, weil umso mehr Menschen das Bedürfnis danach haben, das zu verstehen und das zu verändern zu wollen, umso mehr werden es auch tun. Und umso harmonischer werden wir als Gesellschaft werden, so, weißt du? Und umso mehr werden wir auch zusammenrücken am Ende des Tages, so. Wenn es niemanden interessiert und keinen juckt, so, dann kann man auch nicht wirklich was verändern. Literaturangaben schnell nennen. Ein sehr informatives und erhellendes und zudem glänzend und engagiert geschriebenes Buch von Daniela Dahn, das eigentlich im sozialpolitischen Unterricht zur Pflichtlektüre gehören sollte. Dann ein Buch von Ellen Maxins-Wood, eine sehr bekannte, prominente Sozialhistorikerin in den USA, das ist übersetzt worden. Und wenn Sie die große geistige Landkarte haben wollen, von einem der bedeutendsten Demokratietheoretiker der Gegenwart, wenn Sie die große geistige Landkarte all dieser Themen haben wollen, können Sie einen Blick hier reinwerfen. All diese Themen sind vollständig aus unserem öffentlichen Diskurs und Denkbereich verschwunden durch die tiefen Indoktrination, über die wir gesprochen haben. Das hätte ich mir mal gerne in der Schule reingezogen oder wenigstens in der Uni dann später, weißt du? Das sind doch wirklich interessante Themen, die einen auch wirklich... Vorteil einer repräsentativen Demokratie ist aus Sicht der Eliten, dass die Veränderungsenergie des Volkes sich darauf beschränkt, andere Hirten aus dem Personal des Hirtenbesitzers zu wählen. Ihr könnt ja immer andere wählen. Damit ist die Veränderungsenergie durch die Wahl anderer Hirten absorbiert. Denn die sind im öffentlichen Lichte. Und hier sehen Sie ein Bild von Johannes Kepler. Du gibst deine Stimme im Endeffekt ab. Du gibst deine Stimme ab. Du wählst jemand anderen und gibst deine Stimme ab. Das ist auch ein Energiefluss, der da stattfindet. So. Und ich sage es ja immer wieder, du musst deine Stimme bei dir behalten am besten und dich selbst verändern. Und dann hast du wirklich eine Veränderung angestoßen, zumindest so. Dann kannst du damit andere beeinflussen. Die beeinflussen eventuell wieder andere. Und dann kann sich so ein Kreislauf kann so entstehen. Aber wenn du deine Stimme abgibst und deine ganze Hoffnung in andere Menschen reinlegst, die du nicht kennst, die dich anlügen, schon immer angelogen haben und nicht dein bestes Wohl im Interesse haben, so, dann fehlt dir diese, dann machst du das nicht mehr selber, weißt du? Weil du gibst ja deine Stimme ab und legst dein Vertrauen in die rein, so. Die im Dunkeln sieht man nicht. Hier ist der People Entrance closed. Die eigentlichen Zentren der Macht sind unsichtbar. Die eigentlichen Zentren der Macht sind unsichtbar. Das ist der Witz der repräsentativen Demokratie. Wir wählen an Stellen, wo die Wahl eigentlich kaum noch einen Effekt hat, ja, weil wir sozusagen immer aus einer hochgradig vorselektierten Elitengruppe wählen. Safe, Mann. Wir wählen irgendwelche Marionetten, die nicht wirklich was verändern. So, das ist ja noch krasser. Weißt du? Im Feudalismus war es noch einfach, die Zentren der Macht konnten sie sehen. Das ruft wieder unsere natürlichen Sensitivitäten wach, die sich dann in Revolution oder etwas anderem entladen haben. In der Illusion der Demokratie, der repräsentativen Demokratie, sehen wir die Zentren der Macht gar nicht mehr. Die Zentren der Macht sind für uns unsichtbar geworden. Und das ist etwas, woran man vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten systematisch gearbeitet hat, eine gigantische Machtverschiebung von Regierungen zu Großkonzernen. Die eigentlichen Zentren der Macht sind für uns gar nicht mehr erreichbar und werden von Wahlen auch nicht mehr tangiert. Sie werden Facts. Nicht mehr tangiert. WEF. Der ganze digital-finanzielle Komplex, Bro. Waffenlobby, Pharmaindustrie. Heißt, wir haben systematisch Mechanismen geschaffen, durch die sich ökonomische Macht in politische Macht transformieren lässt. Das ist der ganze Witz des Systems, ökonomische Macht in politische Macht zu transformieren. Der Trick dazu ist, neue Akteure zu schaffen, nämlich Großkonzerne, extrem totalitäre Strukturen. Das sind die perfektesten totalitären Strukturen, die der Mensch in der Kulturentwicklung geschaffen hat. Keine Rechenschaftspflichtigkeit, keine Einsicht mehr in die Strukturen, keine Transparenz gegenüber der Bevölkerung. Und wir haben zugleich Möglichkeiten geschaffen, eine systematische Verrechtlichung der organisierten Kriminalität der besitzenden Klasse. 18. Jahrhundert nannte man die verzehrenden Stände. Alles, was wir hier haben, ist eine Verrechtlichung der organisierten Kriminalität der besitzenden Klasse. Das sind die Mechanismen, die wir in den letzten Jahren, das ist das Programm des Neoliberalismus, der neoliberalen Revolution von oben. Und ich will Ihnen zum Schluss, genau, da fällt auch C darunter. Ich will Ihnen zum Schluss nur noch einen Vergleich der totalitären Struktur des Neoliberalismus geben.
Was kennzeichnet den Neoliberalismus? Das finden Sie bei Hayek, bei den Gründervätern des Neoliberalismus, ganz explizit ein Hass auf 1789. 1789 war die Verabschiedung, sozusagen das Symbol steht für die Aufklärung, die Verabschiedung der Bürger- und Menschenrechte durch die französische Nationalversammlung. Da steht, dass ein Symbol 1789 steht für Sozialstaat und egalitäre Demokratie. Die ideologische Basis des Neoliberalismus ist Sozialdarwinismus, Verglorifizierung des Starken und Verachtung für den Schwachen, extrem hierarchische Elitenoligarchie, Mythos freier Markt, die Rolle des Individuums, das Individuum hat sich dem Markt vollständig unterzuordnen, du bist nichts, der Markt ist alles. Der Neoliberalismus zielt nicht nur auf du bist nichts, der Markt ist alles. Aspekte der Organisation einer Gesellschaft, sondern auf eine totalitäre Formung von Personen. Er will das neoliberale Subjekt schaffen. Wenn Sie da drauf schauen, dann sehen Sie ihn sagen, ach, das sind ja genau die Merkmale des Totalitarismus. Was ist denn der Prototyp des Totalitarismus? Der Prototyp des Totalitarismus ist der Faschismus. Schauen wir uns mal an, wie sich der Faschismus unterscheidet. Mary sagt gerade, das Traurige ist, dass sehr viele keine Ahnung haben, von was er spricht, ja. Und sehr viele interessiert es auch einfach gar nicht so. Ist so. Eigentlich gar nicht. Doch, ideologische Basis, Mythos, Nation, Rasse, ethnisch reiner Volkskörper, haben wir schon drüber gesprochen. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Das ist eigentlich voll wichtig, dass sowas zu verstehen, ist eigentlich brutal wichtig, gerade für die Grundlagen so, um die Welt zu verstehen auch und um das System, in dem wir leben, zu verstehen. Aber da schalten halt viele Leute einfach ab und ich kann es auch verstehen, weil die meisten Leute halt so tief indoktriniert sind, wie er schon gesagt hat, dass sie denken, dass halt Entertainment, sich kurz geil fühlen, sich ein Porno reinziehen, Chips reinzufressen, irgendeinen dummen Scheiß sich reinzuziehen und so, dass das ist, was einen glücklich macht so. Das wird uns ja auch überall so verkauft, weißt du? Und das ist, so lebst du ein gutes Leben mit unnötigen Sachen, so jeden Tag einfach deine Zeit unnötig mit irgendwas verschwenden quasi so, weißt du? Ich verstehe das, Digga, das kann man den Leuten nicht mehr übel nehmen, die wurden so erzogen in die Richtung. Aber es ist eigentlich extrem wichtig, diese deepen, auch teilweise trockenen einfach Themen, wie unser System aufgebaut ist, einmal zu verstehen und was die Ursprünge davon sind, weil das ist der einzige Weg in Richtung selbstbestimmtes Leben und verstehen, was die Welt und wie das Leben und das System eigentlich funktioniert so. Sie sehen. Oder du bleibst halt einfach blind und folgst wie ein Schaf einfach immer dem, was gerade abgeht so. Auch geil, aber ich persönlich muss sagen, ich will halt selber so wach wie möglich sein und vor allen Dingen selbstbestimmt sein und die Realität leben und nicht irgendwelche indoktrinierten Träume und irgendwelche Verhaltensmuster, die nicht mir gehören, sondern die mir auferlegt wurden seit der Schule, seit der Kindheit. So, ich will das durchbrechen, weißt du? Ich will aus der Matrix raus, auch wenn es schwer ist und auch wenn ich dann ein Außenseiter bin und nicht mehr dazugehöre, was ja jetzt schon teilweise der Fall ist. So, ich will ein echtes Leben leben und kein Disney-Hollywood-Scheiß. Eine starke Struktur, ähnlich. Es gibt ganz wichtige Unterschiede. Da hänge ich lieber auf Nebukadnezar ab, Digga. Sieht nicht so geil aus wie die Matrix, haben wir ja alle gesehen. So. Ist fucking überall Kabel, Digga, weißt du, wie ich meine? Ist nicht so sexy wie die Matrix, Digga, aber ist wenigstens echt. Ist nicht in einen Topf werden. Aber es gibt interessante Strukturähnlichkeiten zwischen Neoliberalismus und Faschismus. Goebbels hat gesagt, damit wird das Jahr 1789 aus der Geschichte gestrichen. Für den Faschismus war auch 1789 konstitutiv. Ganz wichtiger Punkt. Und hier sehen Sie Ludwig von Mises als einen der Gründerväter des frühen Neoliberalismus. Es kann nicht geleugnet werden, dass der Faschismus voll von den besten Absichten war. Das Verdienst, das sich der Faschismus damit erworben hat, wird in der Geschichte ewig fortleben. Es gab immer eine Faszination neoliberaler Proponenten für den Faschismus. Krass. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, was war denn das Jahr 1789? Das war die Idee des mündigen Bürgers, aus vernunftfähigen, vernünftige Menschen zu machen. Und das wichtigste Prinzip war dabei der humanitäre Universalismus, die Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit. Fallen Sie nicht wieder auf den Trick rein mit Gleichheit. Es wird nicht die Gleichheit aller Menschen, es wird die Gleichwertigkeit. Das ist ein normativer, kein deskriptiver Aspekt. Die Gleichwertigkeit aller Menschen. Die Gegenaufklärung, die wir jetzt schon vielfach kennengelernt haben, ist der Glaube an eine prinzipielle Vorrangstellung der eigenen biologischen, sozialen, kulturellen, religiösen oder nationalen Gruppe. Also Rassismus, Chauvinismus, Nationalismus und Exzeptionalismus. In der Aufklärung ging es darum, dass jeder Bürger einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen hat, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Diese Ideen sind die größten kulturellen Errungenschaften, die wir in dem mehr als 2000-jährigen Kampf für eine menschlichere Gesellschaft errungen haben.
Und sie wurden in Aufklärung nur besonders prägnant formuliert, aber sie sind seitdem kontinuierlich verfeinert und in alle möglichen Richtungen weiterentwickelt worden. Heute in einer Zeit der radikalen Gegenaufklärung sind sie praktisch für uns unsichtbar gemacht worden. Sie stehen uns also als Leitideen, mit denen wir unsere Erfahrungen gedanklich organisieren können und mit denen wir unsere Veränderungsenergie kollektiv bündeln und wirksam machen können, nicht mehr zur Verfügung. Wir sind nicht nur sozial fragmentiert, wir sind entpolitisiert, wir sind weitgehend in Apathie und Resignation getrieben und wir sind vom Besten unserer sozialen Ideengeschichte entwurzelt worden. Warum? Damit wir orientierungslos bleiben und damit wir vergessen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Das sind keine Folgen zufälliger Entwicklungen, sondern das sind Erfolge jahrzehntelanger tiefen Indoktrination. 50 Jahre, mehr als 50 Jahre, Elitendemokratie haben uns gezeigt, wohin dieser Weg führt. Es ist der Weg der Zerstörung. Der Zerstörung von Gemeinschaft, der Zerstörung der Idee von Gemeinschaft. Liebe. Millionenfachen Zerstörung von Leben, der Zerstörung von kultureller und zivilisatorischer Substanz. Facts. Vor allen Dingen in der dritten Welt. Und der Zerstörung unserer ökologischen Grundlagen. Die Nutznießer dieser Zerstörung von Menschlichkeit und Liebe haben keinen Grund, diesen Weg der Zerstörung zu ändern. Die notwendige Veränderungsenergie kann nur von unten kommen, von uns. Au. Das ist unsere Aufgabe und das ist unsere Verantwortung. Ich danke. I love you, bro. Bester Mann, Digga, Gänsehaut. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Rainer. Liebe geht raus an dich, mein Jutster. Ganz starker Vortrag. 2017, Bro. Starke Geschichte, wirklich. Ja, Mann, Alter, das war's gewesen mit dem Vortrag. Gutes Ding auf jeden Fall. Rainer scheint ein echt sympathischer Dude zu sein. Liebe geht raus an die Community, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Guckt euch das an, Digga, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Informiert euch. So, hört euch das wirklich an mit offenem Geist so und versucht die Dinge zu verstehen. Ja. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Rainer head out, man. Alter, gib mir die Out-Reini-Vibes, Bro. Guter Mann auf jeden Fall. Feier ich. Sehr starke Geschichte, Bro. Ich persönlich feier brutal. Ich weiß, für die ein oder anderen Kandidaten war es vielleicht ein bisschen zu trocken. Digga, Twitch-Chat ist mäßig eingeschlafen. Aber ich fand es richtig geil. Das war halt wie Uni, weißt du? Das war halt wirklich jetzt auch mal so... Das ist halt kein stumpfes Entertainment, sondern es ist halt wirklich so wie ein Uni-Vortrag. Das ist wie, wenn man jetzt mal anderthalb Stunden jetzt mal hier einem Professor zuhört, so, und der dir was erzählt, so. Weißt du, wie ich meine?